Und jetzt kommen wir zum absoluten Höhepunkt dieses Kongresses, dieser Abschlussveranstaltung. Ich habe die Brücke schon ein bisschen gezogen. Sie sehen vielleicht, Sie erinnern sich an meine Ankündigung, dass uns das wichtig ist beim DPT und immer wichtiger werden wird und noch in den folgenden Jahren uns begleitet. Ich habe unten 13 und 14 rausgeklaut und habe sie hier vors Rednerpult gestellt. 13, Maßnahmen zum Klimaschutz, und 14, Leben unter Wasser. Das ist genau die Expertenwelt von Frau Professorin, jetzt mal ganz schnell weiterschalten, so, Professorin Antje Boetius. Um möglichst viel Redezeit Ihnen zu geben, erstens, Sie überziehen ein bisschen, kein Problem. Zweitens mache ich die Vorstellung ganz kurz. Ich empfehle Ihnen dringend die Webseite des Wegener-Instituts in Bremerhaven einmal anzuschauen. Ich empfehle Ihnen, auf Wikipedia nachzulesen, was diese Frau alles schon gemacht hat und was sie an Preisen bekommen hat. Es sei nur erwähnt, der Deutsche Umweltpreis vor wenigen Jahren, der Leibniz-Preis, jetzt der Leibniz-Ring, der dieses Jahr noch hinzugekommen ist. Frau Professorin Boetius ist eine der profiliertesten Forscherinnen, die wir haben in der Bundesrepublik. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, das habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen, wie Sie das eigentlich gehört für jemanden, der akademisch ausgebildet ist. Sorry dafür. Aber heute haben wir Sie persönlich hier. Ganz herzlich willkommen. Präventionsrede 2019 durch Frau Professorin Antje Boetius. Bitte sehr. The floor is yours. Ja, meine Damen und Herren, das ist mir eine große Ehre, nachdem ich die Einladung bekommen habe und ich mich erstmal erkundigt habe und nachschauen musste, wem begegne ich eigentlich auf einem Präventionskongress. Da bin ich auf immer mehr Texte und Ihre Arbeit gestoßen, habe mit Herrn Marx ein Telefonat führen können und will heute erstmal sagen, dass ich mich vor Ihnen verneigen möchte für diese Arbeit, zu überlegen, wie kann man Dinge verhindern, bevor sie da sind? Wie kann man Dinge besser machen mit aller Kraft? Und Sie werden sehen in dieser Rede, die ich Ihnen widme, zum Klimaschutz und zum Schutz von unbekannten Leben, auch empfindlichem Leben, dass es sich zwar einerseits so weit weg wie nichts anderes voneinander anfühlt, wenn man Kriminaler ist und wenn man Klimaschützer ist, aber Sie werden wahrscheinlich erkennen, dass es in dieser fundamentalen Frage, wie nutzen wir unser Verständnis, dass wir komplexe Zusammenhänge begreifen können, trotzdem aber auch einfache Richtlinien, einfache Handlungsanweisungen daraus ablesen und formulieren können und dann die Umgebung überzeugen müssen, sich daran zu halten, das anzunehmen, auch wenn es schwerfällt, auch wenn es etwas kostet. Sie werden sehen, wenn Sie noch diese 30 Minuten Rede durchhalten, dass es da doch viele Ähnlichkeiten gibt. Das Thema ist also, wie entdecken, wie schützen wir unbekanntes Leben, und ich werde vor allen Dingen auf mein Forschungsgebiet kommen, das sind die Polarregionen und die Tiefsee. Ich selber bin Tiefseeforscherin, gehöre also zu den Menschen, die das Glück haben, tief in den Bauch der Erde abzutauchen, in U-Booten. Wir sind weniger als Astronauten, die ins All geflogen sind auf unserer eigenen Erde. Das ist erstmal seltsam, aber das stellt eben den Stand des Wissens dar. Ich stehe mit meiner Forschung, auch mit meinen Auftritten, mit dem, was mir wichtig ist, absolut zu den Nachhaltigkeitszielen, verstehe aber auch deren Komplexität und muss Ihnen sagen, dass Sie jetzt, wenn Sie auf diese kleine Reise mit mir gehen, auch sehen werden, dass was sich noch fremd und weit weg anfühlt, nämlich Klima und unter Wasser, das Leben, wo Sie vielleicht auch jetzt nicht so schnell sagen können, was hat das denn mit mir zu tun, was hat das denn mit der kommenden Generation von Menschen, von noch ungeborenem Leben zu tun, werden Sie sehen, dass diese zwei Nachhaltigkeitsziele mit allen anderen absolut vernetzt sind. Prävention, wie verbindet uns das? Das Zuvorkommen, die Vorsorge, Maßnahmen, habe ich hier von Wikipedia erstmal nachgeguckt, was also unsere Verbindung ist. Maßnahmen zur Abwendung von unerwünschten Ereignissen oder Zuständen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreffen können, wenn nichts getan würde. Sie setzt voraus, dass irgendwie geeignete Maßnahmen da sind, um den Eintritt der Ereignisse zu beeinflussen. Und das ist, wo wir heute dastehen, wenn es um den Schutz der Meere und Ozeane geht, wenn es um den Klimaschutz geht. Warum ist das so wichtig? Wenn Sie sich einen Moment mal auch in die Rolle eines Tiefseeforschers oder eines Astronauten versetzen und über die Erde als einen Gesamtorganismus nachdenken, ist es so, dass die Erde als Wasserplanet, als belebter Planet immer noch einzigartig ist. Nach unserem Kenntnisstand gibt es keine zweite Erde. Und auch wenn
einige Menschen vorschlagen, jetzt schon nach einem neuen Habitat im All zu suchen, weil wir den alten gerade verbrauchen, müssen wir Forscher leider sagen, das sieht nicht gut aus, dass das eine Option ist für uns. Wir haben die eine Erde und wir sollten gut mit ihr umgehen. Die Erde besteht zu 70% aus Wasser, ist im Durchschnitt 3,8 Kilometer tief. Wenn man also das Glück hat, wie ich, ihr Innerstes zu erkunden, dann ist man vor allen Dingen in U-Booten unterwegs, dann begegnet man fremdartigen Lebewesen, dann muss man auch als Biologe verstehen die Physik und Chemie unseres Planeten. Alles ist mit allem verbunden, so auch die Tiefsee mit uns, wie Sie noch hören werden. Was weniger Menschen wissen, als dass die Erde ein blauer Planet ist, ist, dass die Erde immer noch ein Eisplanet ist. Seitdem wir Menschen gelernt haben, von Jäger und Sammler zu Bauern zu werden, Siedlungen zu bauen, dann Städte zu bauen, seitdem die Zivilisation eingetreten ist, die Industrialisierung, seitdem ist die Erde ein Eisplanet. Das bedeutet, dass wir polare Regionen haben. Sie sehen hier auf dem Bild einmal die Arktis. Die Arktis ist eigentlich ein Ozean, auch bis über 5 Kilometer tief mit einer dünnen Meereisdecke und gefrorenem Land hier in Rosa um sie herum. Und die Antarktis. Das ist die Südhalbkugel. Dort ist ein Kontinent, der ist riesig, größer als Australien und auch der ist extrem kalt. Hier ist der kälteste Punkt der Erde, weil auf diesem Kontinent im Durchschnitt 2 Kilometer gefrorener Schnee, zu Wasser gewordener gefrorener Schnee als Gletscher, als Eismasse liegt. Und drumherum auch eine Schicht von Meereis. Und dann haben wir den gefrorenen Boden, wie gesagt, und auch die Meere. In der Tiefsee sind sie sehr kalt. In den Polarregionen sind sie unterhalb des Gefrierpunkts, geht deswegen, weil sie salzig sind, sie gefrieren da nicht durch. Und sie sind auch in den größten Bereichen der Meere wirklich sehr kalt. Die meisten Lebewesen sind auf Temperaturen von zwischen 2 und 4 Grad angepasst. Die meisten Lebewesen, die meisten Arten, nicht nur in den Ozeanen, sondern weil die meisten Arten, die uns noch oft unbekannt sind, sich im Ozean verstecken, könnte man sagen, ja, die meisten Arten auf der Erde sind an kalte Temperaturen angepasst. Und dann die Erkenntnis, dass wir Menschen uns durch unser verändertes Verhalten auf den Weg in die sogenannte Heißzeit gemacht haben. Wir haben vor wenigen Jahren noch von Warmzeit gesprochen, aber langsam ist es an der Zeit, vor allen Dingen, wenn wir die Extreme betrachten, von Heißzeit zu reden. Sie sehen hier einen Datensatz der amerikanischen Ozeanbeobachtungsorganisation und Sie sehen die Anomalien in Grad Celsius von einem Durchschnitt gegenüber dem Mittelwert des 20. Jahrhunderts. In Blau, wo es kälter war als der Mittelwert, in Rot, wo es wärmer ist. Und wenn Sie sich jetzt ein bisschen mit Statistik auskennen, dann können Sie einen eindeutigen Trend erkennen, es wird immer, immer wärmer. Und jedes Jahr ist ein neuer Rekord jetzt gegenüber den vergangenen 10 Jahren. Was bedeutet das, dieses Wärmerwerden? Wir sind schon bei inzwischen gut 0,9 Grad im Durchschnitt gegenüber dem, was wir eigentlich noch als Kinder oder was unsere Großeltern gekannt haben. Wo ist jetzt der Zusammenhang? Es wird wärmer. Woher kommt das? Darum hat sich die Wissenschaft mit der Gesellschaft lange gestritten. Inzwischen streitet die Wissenschaft sich gar nicht mehr. Es gibt noch einige seltsame Wesen. Es gibt auch noch immer seltsame Wesen, die glauben, die Erde ist eine Scheibe. Andere glauben, es hat nichts mit dem Menschen zu tun, dass es wärmer wird. Wir haben einen ganz interessanten Befund und das ist jetzt der schwierigste Datensatz, den ich heute verwenden werde. Auch wieder eine korrelative Statistik erstmal. Und zwar sehen Sie hier das, was Klimawandelleugner sehr lange benutzt haben, um zu sagen, wieso ist die Erwärmung der Erde menschengemacht? Es war schon immer mal warm und kalt. Genauso ist es. Wenn die Erde ihren Winkel zur Sonne ändert, ist es mal kalter und mal wärmer. Schauen Sie mal hier unten auf die Zeitskala. Wir gehen bis 400.000 Jahre zurück. Und wenn wir aus dieser gefrorenen Antarktis mit ihrem 2 Kilometer dicken Eispaket oder von Grönland auch mit so ganz dicken Eispaketen, wenn wir da einen Kern ausstechen und die winzigen Luftblasen da drin beproben, dann können wir in der Atmosphärenzeit zurückreisen und können den CO2-Gehalt bestimmen. Und Sie sehen jetzt hier in Blau das Schwanken des CO2-Gehaltes der Erde zu verschiedenen Warm- und Kaltzeiten. Und in Rot sehen Sie die aus anderen Erdsystemen, Proxys sagen wir, aus anderen Indikatoren der Erde abgeleitete Temperatur, die es gab vor 100.000 Jahren bis 400.000 Jahre zurück. Und wenn Sie mal genau hinschauen und Sie sollen jetzt rausfinden, Kriminalistik, was ist eigentlich hier der Treiber? Was haben Temperatur und CO2 miteinander zu tun? So sehen Sie sofort, na irgendwas haben sie miteinander zu tun, sie wackeln ähnlich. Aber wenn Sie ganz genau hingucken, sehen Sie, Moment mal, zuerst Temperatur und dann CO2.
Alles, was dies bedeutet, und das ist enorm wichtig für die Aussage, die wir heute treffen, dass wir es nicht uns leisten können, über die Kipppunkte im Erdsystem zu kommen, ist, dass wenn die Erde enorm viel wärmer wird, dann nochmal so richtig viel CO2 aus ihr rauskommt in die Atmosphäre. Und zwar, weil ein Teil des Kohlenstoffs, der eigentlich in der Atmosphäre ist, immer wieder gebunden wird von Pflanzen, vom Erdboden, von den Meeren. Und wenn es zu warm wird, wenn es 1 Grad oder 2 Grad wärmer wird, dann entlassen der Boden, die Pflanzen, das Meer wieder CO2 in die Atmosphäre. Was bedeutet das für uns heute? Wir können aus diesen Daten rechnen. Wir werden bald soweit sein, dass wir die Eisbohrkerne bis zu 1 Million Jahre zurückverfolgen können, sodass wir verstehen werden, was ganz am Anbeginn unserer Menschheitsgeschichte mit dem CO2 war. Wir verstehen auch, dass was wir aus der Erde lernen, teilweise für uns ganz relevant ist, um zu verstehen, was passiert, wenn wir die Erde noch wärmer machen. Sie müssen aber eins betrachten, wir waren hier in der Erdgeschichte, hat es so zwischen 100 und 200 ppm gewackelt im CO2 in den letzten 400.000 Jahren. Wir sind heute bei über 400 CO2 in ppm in der Atmosphäre. Und wenn wir unser Wissen nehmen und wenn wir alles andere rausrechnen, die Vulkane, den Winkel zur Sonne, dann sehen wir dies als Zusammenhang zwischen Zeit und Temperaturanstieg. Wir haben jetzt alles, was die Erde sonst so macht, weggemacht. Sonnenflecken sind rausgerechnet, Erdwinkel rausgerechnet. Es bleibt nur noch die Erwärmung, die wir nur auf 1 zurückführen können, Treibhausgase in der Luft. Und dann schauen wir an, was macht das mit uns? Hier der Temperaturverlauf nur in Deutschland. Wir sagen, der Klimawandel ist noch nicht da, wir haben noch alle Zeit, was zu tun, vorzubeugen, Prävention. Das ist aber das Mittel von Deutschland. Wir sind auch bei uns erheblich vom Mittelwert entfernt. Und wir haben Unsicherheiten in der Frage, wie geht es weiter? Wie es sein könnte, wenn es so weitergeht wie der Pfad, auf dem wir sind, hat uns der letzte Sommer gezeigt. Kurz hier ein Einblick, ein Vergleich noch im Juni, bevor die große Dürre einbrach. Das ist Land und dann danach. Und das ist Dänemark, wo es eigentlich nass ist im Juni, Juli. Und jetzt wende ich Ihren Blick auf mein Forschungsgebiet, die Polarregion. Die Frage, was müssen wir tun, um etwas zu verhindern, was wir mit Fug und Recht als Wissenschaftler Katastrophe nennen können. Denn der Pfad, auf dem wir sind, führt zu katastrophalen Reaktionen des Erdsystems. Wenn wir 1, 2, 3 Grad wärmer werden, dann wissen wir, kommt noch mal ordentlich CO2 aus den Böden hinterher. Dann können die Meere nicht mehr so speichern, wie sie es jetzt für uns tun, das, was wir in die Luft entlassen. Und Sie sehen auch an der Kommunikation, die wir Klimaforscher benutzen, dass die Aufgabe, das, was vor uns liegt, noch zu verhindern, umzulenken, Menschen mitzunehmen, dass wir ähnliche Sprache wie Sie verwenden. Es geht um Prävention. Gerade erschien der Zeit-Online-Artikel mit weniger Geld mehr Leben retten, ein Interview mit dem Roten Kreuz, wo es um die Naturkatastrophen, viele von denen haben mit Klimawandel zu tun geht. Alles, was wir jetzt einsetzen können an Mitteln, um die Infrastrukturen anzupassen, um Rettung vorzuplanen in Bereichen, wo Menschen leben, die so etwas nicht haben, spart unglaublich viel Geld und rettet Leben. Das Amt für Naturschutz sagt, Gesundheitsförderung und Prävention hängen mit Natur zusammen. Wir Menschen sind es gewöhnt, uns in der Natur erholen zu können. In der Tagesschau hören wir, es gibt Hinweise von Wissenschaftlern aus allen Sektoren, die sagen, jetzt, wie gesagt, Infrastrukturen umbauen, jetzt entscheiden, jetzt tun, das spart der nächsten Generation wahnsinnig viel Geld. Aber warum kümmern wir uns jetzt so sehr auch um die Polarregion? Was ist mit denen eigentlich los? Sie sind für uns die Frühwarnzeichen dessen, was kommt. Bei den Polargebieten, besonders der Arktis, ist der globale Wandel, der Klimawandel schon angekommen. Warum ist das so? Sie sind im Norden, sie sind kalt, sie sind weiß. Und dort, wo das Eis schmilzt, wo es das Sonnenlicht nicht zurückreflektiert, wird Wärme viel schneller aufgenommen, verändert sich das Lebensraum von Arten so schnell, so sehr, dass die sich eben nicht mehr anpassen können. Diese Veränderung des Eises betrifft natürlich auch das Leben von den Dorschen bis zu den Walen, Algen gleich mitgenommen, und darum geht es heute. Die Frühwarnzeichen wahrzunehmen, dort, wo also unsere Erde, an die wir Menschen gewöhnt sind, in unserer gesamten Zivilisationsgeschichte, wo sich alles ändert, die Gletscher strömen schneller ab, wie Sie an diesen Bildern hier sehen, das Meereis schmilzt, der Permafrost taut und entlässt
viel, viel mehr Schlamm, Erde, Kohlenstoff ins Meer als jemals zuvor. Das müssen für uns Frühwarnzeichen sein. In meiner Lebenszeit habe ich, Sie sehen hier nochmal die Zeitschiene, 1980 bis heute, selbst zusehen können als Arktisforscher, wie das Meereis in der Arktis verschwunden ist. Was Sie hier sehen als Grafik Zeit und Fläche von Meereis im arktischen Ozean, zeigt einen Trend, einen Schwund. Und ich war die Fahrtleiterin auf unserem Eisbrecher Polarstern in 2012 mit dem größten bisher jemals von Menschen beobachteten Meereisschwund. Was habe ich da gesehen? Als Studentin war ich mit dem Eisbrecher in der Arktis, in den sibirischen Gewässern, und das Eis war 3-4 Meter dick. Wenn wir da mit dem Schiff durchgefahren sind, hat es ordentlich gewummt. Man hat gewackelt, es hat sich sehr unangenehm angefühlt, und wir haben versucht, in eine Region vor Sibirien zu kommen, um Messungen zu machen. Es war fast nicht möglich, da durchzukommen. Dann war ich wieder da 2012 und habe etwas gesehen, was mir auch nochmal signalisiert hat, und seitdem habe ich auch meine Forschung und meine Kommunikation verändert. Wir müssen genauer hinschauen. Wir müssen alles nutzen, was wir können als Menschen, um zu verstehen, was passiert. Das, was Sie hier sehen, ist die Meereisdecke in 2012 am Nordpol. Das ist unser Eisbrecher, der da durchfährt durch das Eis am Nordpol, als wäre es einfach Butter. Weil es ist auf weniger als einen Meter im Sommer geschmolzen. Und das, was Sie sehen, diese weiße Fläche unterbrochen von schwarzen Tümpeln, oder wenn wir als Forscher dann ein kleines Bohrkernchen bohren durchs Eis, dann brauchen wir nur noch eben so ein bisschen andrücken und zack sind wir schon am Ozean, der sich gerade durch die erwärmende Atmosphäre auch schnell selbst erwärmt, um das Eis noch von unten mitzuschmelzen. Bedeutet, wir haben vergessen als Menschen, diese nichtlinearen Prozesse vorherzusehen und zu kapieren, dass wenn wir an der Schraube warme Atmosphäre, warmer Ozean drehen, die vom Atlantik in die Arktis kommt, dann verändern wir alles viel schneller, als wir jemals vorhersagen konnten. Die große Eisausdehnung, die wir eigentlich in der Geschichte des Menschen im Norden hatten, die schwindet. Und was macht das mit der Erwärmung der Erde? Ganz einfach, auch wenn Sie Physik nicht mochten in der Schule, Sie werden das sofort verstehen, weiße Flächen strahlen Sonnenlicht zurück. Wenn wir aus den weißen Flächen diese schwarzen Tümpel machen, diese schwarzen Risse, wenn da drunter dunkler Ozean ist, dann nimmt er diese Sonnenwärme auf und schmilzt das Eis von unten. Kommt dann auch Wind und weht das Meereis hin und her über einen wärmeren Ozean, schmilzt es immer schneller ab. Und dann verlieren wir die Rückstrahlungskapazität der Erde, die unser Klima stabil hält. Und so sieht eben unsere Zukunft aus. Deswegen fangen wir an, nicht mehr von Warmzeit, sondern von Heißzeiten zu sprechen. Dann sagen manche Cassandra-Rufe, Alarmismus, die Wissenschaftler, die brauchen wieder mehr Forschungsgeld, die übertreiben immer so. Aber Sie kennen diese Vorwürfe sicherlich auch, wenn man Statistiken hat, wenn man Trends hat, wenn man sagt, was kann da noch kommen, wenn wir nichts anders machen? Dann ist man nicht ein Alarmist, sondern sagt man einfach die Wahrheit nach bestem Wissen und Gewissen. Was sehen wir also? In unserer Region, im Norden, aber auch in Nordeuropa, dort ändert sich die Zunahme der Erwärmung am schnellsten. Und wir sind hier schon bei 2-3 Grad mehr als im Mittelwert angekommen. Der Norden erlebt schon das, was uns bis Ende dieses Jahrhunderts droht. Und derzeit haben wir zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte wirklich Meereisminima, nicht nur am Nordpol, sondern auch in der Antarktis, die sich eigentlich gar nicht bewegt, weil sie durch diese riesigen Gletschermassen sehr gut gekühlt ist. Und wir stehen vor den Küsten der Arktis und sehen solche Bilder. Was sehen Sie da? Sie sehen Menschen, die schauen auf die arktischen Küsten, und die arktischen Böden rund um den arktischen Ozean sind ja gefroren. Die sitzen auf dicken, zig Meter dicken Eispaketen. Da drin ist Methan gefroren, da drin ist Kohlenstoff gefroren, Pflanzenreste aus vergangenen Zeiten gefroren. Und das alles taut jetzt und fällt auch noch ins Meer. Eine der Komponenten, die, wie wir im Erdsystem gelernt haben, wenn die Erde wärmer wird, dann eben nochmal zusätzlich extra viel CO2 in die Atmosphäre bläst. Und das müssen wir verhindern, denn dann ändert sich alles noch viel schneller als das, mit dem wir jetzt unterwegs sind. Was hat das mit uns zu tun? Gerade lernen wir erst durch verbesserte Klimamodelle, dass die Stabilität zwischen dem sogenannten polaren Vortex, also einem stark Windband oben am Nordpol, geprägt vom Meereis im Temperaturgradienten, das ist schnell und stark, Polar Vortex, Jetstream, haben Sie sicherlich schon von den Meteorologen gehört, ein stabiles System, dreht sich schnell, hält unser Wetter stabil, Meereis wird weniger, Temperaturgradient wird schwacher,
wird der Polarvortex langsamer und der Jetstream fängt an zu schlackern. So sagen es unsere Klimamodelle und Erdsystemmodelle. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir wie im letzten Sommer enorme Hitzen und Dürren kriegen können, indem eben dann warmes Wetter sozusagen durch das Schlackern zu uns in den Norden kommt. Am Nordpol, so haben wir gemessen in den letzten Wintern, kann es manchmal schon Plusgrade geben, mitten im Winter, wenn der Eisbär im Winterschlaf steckt. Wir wissen noch nicht, ob er dann aufwacht, wenn es ein paar Tage warm wird. Und umgekehrt gibt es die sogenannten East from the Beast, Kälteeinbrüche vom Nordpol, wo es auch minus 20, minus 30 Grad sein kann, selten minus 40. Und wenn der Jetstream schlackert, dann schiebt er diese kalten Eismassen zum Beispiel nach Chicago, wie in den letzten Jahren geschehen. All das sind Szenarien, wie sich unser Wetter in Extremsituationen verändert. Aber das ist noch nicht alles. Es geht ja nicht nur um uns Menschen, es geht auch um die Natur, die wir kennen, um die Lebewesen, die auf die Erde gehören, die zur Erde gehören, die auch irgendwo zu uns gehören. Das Walross zum Beispiel, was seine Jungen auf den Eisschollen großzieht, das braucht eine Nähe zwischen den Nahrungsgebieten und diesen Brutgebieten. Wenn das Meereis immer weiter rauszieht, kann die Mutter Walross nicht mehr mit dem Baby dahin schwimmen. Diese Art hat wahrscheinlich keine Chance zu überleben. Wenn Taucher uns die Bilder zeigen, wie es unter dem Eis aussieht, von all dieser Vielfalt des Lebens, die wir gerade erst entdecken, die wir noch gar nicht kennen, dann wissen wir durch diese rasche Erwärmung, die vor uns steht, dass wir vielleicht, bevor wir diese Arten überhaupt dokumentiert haben, sie verschwinden. Bedeutet das was für uns? Das ist ein Zusammenhang, über den wir uns gerade sehr viel streiten. Sie haben vielleicht gehört, der Weltbiodiversitätsrat hat gerade veröffentlicht, inzwischen ist auf der Erde jede achte Art bedroht. Das sind Aussagen, die hören sich verrückt an, da sagt man wieder, ja, die Wissenschaftler sind die völlig durchgedreht mit ihren hysterischen Ansagen. Aber das sind Tausende von Befunden, die zusammengenommen wurden, von Hunderten von Experten. Das ist die Wahrheit. Was bedeutet das für unser Handeln? Wenn also, und das ist jetzt Naturwissenschaft, die ich Ihnen jetzt ganz einfach erkläre, ich glaube nicht, dass jemand von Ihnen ein Problem hat zu verstehen, wenn das Meereis früher hier war, und wenn die Walrösser es gewohnt waren, nur vielleicht 50 Meilen oder 100 Meilen zu schwimmen, wenn der Ozean warm wird und das Meereis aber dann im Sommer, wenn die Babys mit der Walrossmutter unterwegs sind, hierhin zurückschrumpft, wie sollen die denn dahin geschwommen kommen? Das können Sie doch sicherlich verstehen, wenn ich Ihnen sowas sage, ne? Und diese Zusammenhänge, die haben wir verpasst vorherzusehen. Dafür haben wir auch keine Präventionsmaßnahmen rechtzeitig eingerichtet. Tauchen Sie mit mir noch einmal ab. Das ist ja neben der Polarforschung das andere Highlight meines Berufslebens, dass ich mich in ein U-Boot setzen kann und verschwinden kann aus unserer hektischen Welt. Dann tauche ich durch die lichtdurchflutete Oberschicht der Meere, so wie Sie jetzt gerade mit mir, und ab 200, 300 Meter wird es stockduster. Und dann bin ich in dieser Welt, die jenseits von uns Menschen ist, wo wir nicht leben können. Ich könnte auch nicht aussteigen aus dem U-Boot. Hier funkelt und flickert und flackert es, weil diese merkwürdigen Lebewesen, auch die lernen wir gerade erst kennen, ja selber Licht anmachen. Die unterhalten sich mit Lichtsignalen in der Tiefsee, auch mit Geräuschen. Und diese fantastischen Lebewesen sind eigentlich alle selten, weil in der Tiefsee gibt es kaum was zu fressen. Es ist so dunkel, dass keine Algen, keine Pflanzen wachsen können. Die leben von den Resten der Oberfläche. Wir haben durch die Volkszählung der Meere von 2000 bis 2010, haben alle Tiefseeforscher weltweit auch zusammengearbeitet, um die Meere auszuzählen, herausgefunden, dass da noch 10 Millionen Arten auf ihre Entdeckung warten. Manche sehen so fantastisch seltsam aus wie diese hier. Dieses niedliche Wesen, der Kinderliebling, ist ein kleiner Dumbo, ein kleiner Krake. Auch dies ist ein Krake, dies ist ein Fisch, eine Krabbe. Es sind Wesen, die sind so seltsam und die meisten von denen haben eine Angewohnheit. Sie leben mit bestimmten Bakterien zusammen und leben also in Symbiose, in Abhängigkeit von anderen Arten. Wir sind noch dabei, sie überhaupt erst zu entdecken. Und wir wissen heute, dass auch die Tiefsee, dieser ferne Raum, wo eigentlich niemand von uns wohnt oder in den Urlaub hinfährt, dass die sich genauso verändert wie die Oberfläche gleichzeitig. Warum ist das so? Was oben passiert, zum Beispiel Meereisschwund, verändert ja die Algen, Sie haben es kurz gesehen, oder verändert, ob Walross vorkommt oder Eisbär oder wie gefressen wird, was mit den Fischen ist. Die Tiefsee unten am Meeresboden lebt von dem, was absinkt. Und Sie sehen diese Tiere hier, Schlamm fressen. Warum machen die das? Das ist deren Nahrung. Es gibt ja keine Pflanzen. Also essen sie das Abgesunkte aus der Wasseroberfläche und davon leben unglaublich viele Arten von Lebewesen.
Und was wir Menschen machen, ist, wir verändern die Oberfläche und damit auch ihr Nahrungsangebot. Und deswegen konnten wir zeigen in den letzten 10 Jahren Tiefseebeobachtung, besonders in der Arktis, dass sich gleichzeitig mit dem, in diesem unbekannten Raum, den manche Menschen nennen den unbekannten Planeten im Planeten Erde, schon alles mit uns mitändert. Nicht zuletzt, und das ist auch eine bittere Erkenntnis, weil unser Umgang mit Kunststoffen schon auf der ganzen Erde angekommen ist. Warum auch in der Arktis, warum in der Tiefsee? Da ist doch keiner, da gibt es auch kaum Tourismus bisher. Weil Plastikabrieb aus all dem, was wir so tun, unsere Kleidung, die Stoffe, unsere Bauweise, die Teppiche, alles Mögliche, die Wegwerfplastik, durch die Atmosphäre mit Schnee aufs Meereis getragen wird, dort hin und her transportiert wird und dann konzentriert wird und aussinkt in die Tiefsee. Wir haben eine Dichte von Mikroplastik im Schnee, im Eis, in der Tiefsee inzwischen gefunden, dass es mehr sein kann als zum Beispiel das, was wir an den Küsten zählen. Weil es Konzentrationsmechanismen ist. Da wäre nie einer drauf gekommen. Die Beobachtung und die Schlussfolgerung ist für uns hier manchmal wirklich wie Kriminalstatistiken zu machen, rauszufinden, woher kommt das, wer macht das, warum ist es da? Und dann müssen wir sie mit solchen Bildern konfrontieren. Denn die Konsequenz unseres menschlichen Handelns ist eben, dass wir uns nicht gekümmert haben, wir haben nicht drüber nachgedacht, wenn wir ganz viel Wegwerfmaterialien haben, aus einem Material, was im Ozean sich nicht verrotten kann, weil kein Bakterium es frisst, weil es dunkel ist, hilft nicht mal die Sonne mit, dann wird sich das da für alle Zeiten ansammeln. Und so ist es leider gekommen. Und das betrifft natürlich die Lebewesen hier. Als ich Student war, mein erstes Tiefseehol, ein Netz, was ich über den Tiefseeboden im Pazifik mitten draußen in 5 Kilometer gezogen habe, hatte schon Plastiktüten. Wir hatten damals diese Einzelbefunde, aber niemand ist auf die Idee gekommen, in unserer Lebenszeit, irgendwann mal wird das so viel sein, dass das wirklich auch Arten gefährdet. Und da sind wir heute. In einer Generation. Kriegen wir das unter Kontrolle? Das ist eben die große Frage. Was kann die Forschung hier tun? Wir müssen also weiter hinschauen, so wie Sie auch. Ein Teil Ihrer Aufgabe ist, alles Wissen zusammentragen und abzuleiten, was kommt in der Zukunft und wo haben wir noch einen Schalter, wo können wir noch etwas anders machen. Dazu gehört zum Beispiel gemeinsam international forschen an dem, was noch unerforscht ist. Wir brechen diesen September auf für die größte Polarexpedition aller Zeiten an den Nordpol mit unserem Forschungseisbrecher Polarstern. Der wird eingefroren für ein Jahr in der Arktis, um dann, wie bei der letzten großen Arktis-Expedition von Fridtjof Nansen 1993, seitdem hat das nie wieder sich jemand getraut, über die Arktis zu driften und die polare Nacht, den dunklen Winter, wenn es kein Funkenlicht hier oben gibt, zu erforschen, wie verhält sich Meereis, Luft, das Leben. Hat noch nie jemand vorher gemacht mit unseren modernen Methoden. So wenig wissen wir manchmal über unsere eigene Erde. Die Handlungen der Menschen leben fort in den Wirkungen. Das war der Leitspruch von Fridtjof Nansen und der passt auch zu Ihnen, glaube ich. Wir können ja alle etwas tun. Jeder kann was beitragen. Wir müssen uns immer um die Wirkungen des Handelns kümmern. Und das sind jetzt meine letzten Gedanken für heute, die ich Ihnen auf den Weg mitgeben möchte. Was können wir also tun als Menschen? Jenseits von Forschen, von Beobachten und die Fakten an den Tisch bringen und auch immer wieder warnen, so kann es nicht weitergehen. Warum kann es nicht so weitergehen? Es ist eigentlich auch so einfach, wie ich Ihnen den Zusammenhang zwischen Sonnenlicht und Meereis erklärt habe. Hier sehen Sie zusammengetragen jetzt nicht einfach nur CO2-Messung in der Atmosphäre, sondern die Herleitung von woher kommt CO2 in der Atmosphäre und anderswo. Das ist der weltweite Verbrauch an fossilen Brennstoffen seit 1900. Also hier fing die Industrialisierung an. Als die Industrialisierung anfing, war der Ausstoß durch Kohle und Öl noch kleiner als der CO2-Ausstoß durch die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hat bis zu unserer Zeit eine ganz große Rolle in der CO2-Emission gespielt. Aber ungefähr seit 1980 ist eigentlich unser menschliches Verhalten, das den Klimawandel so schnell beschleunigt, vor allen Dingen geprägt durch die Nutzung von Kohle, Öl und Gas. Das sieht man hier ganz einfach. Das sind die Messungen. Das verbrauchen wir weltweit. In der Landwirtschaft haben wir es nicht wirklich geschafft, vollständig umzusteuern, aber sie wächst wenigstens in ihrer CO2-Emission nicht so schnell mit. Der Ozean, hier sehen Sie unter der Nulllinie das Aufnehmen von CO2, was wir Menschen zu viel machen. Der Ozean nimmt viel auf. Ein Drittel dessen, was wir zu viel machen, nimmt der Ozean auf und wird sauer dadurch, was auf die Korallenriffe wirkt. Sehr schlecht. Die Hälfte der Korallenriffe sind heute kaputt. Das Land, das
ist verschieden, was das Land aufnehmen kann. Landaufnahme von CO2 bedeutet vor allen Dingen durch die Pflanzen, die sehr viel CO2 aufnehmen, die schaffen das CO2 ungefähr in 120 Jahren einmal verschwinden zu lassen und wieder in den Erdboden zu stopfen. Aber Sie können ja selber überlegen, was wird eigentlich mit dem Land, mit den Bäumen, mit dem Gras, mit den Steppen, wenn es immer heißer wird? Die Gefahr von Waldbränden steigt, wie wir es jetzt aktuell erleben. Was, wenn wir Menschen den Regenwald abholzen, der ganz viel von diesem Speicher hier macht? Dann bleibt es eben in der Atmosphäre und wächst und wächst und wächst. Und daher ist es so wichtig, dass wir über Prävention von dem, was da kommt, wirklich endlich einmal nicht mehr nur nachdenken, sondern etwas tun. Sie sehen hier auch ganz nüchtern zusammengefasst der Pfad, auf dem wir sind. Hier in schwarz unsere CO2-Emissionen. Wenn wir annehmen, dass die Menschheit weiter so wächst, wie sie es derzeit tut, und wenn wir annehmen, dass alle Menschen so ähnlich viel CO2 verbrauchen wollen, wie wir es tun, dann sind wir auf diesem Pfad hier oben. Dann kommen wir in eine Welt, wo wir im Durchschnitt bis Ende des Jahrhunderts mehr als 5 Grad Erwärmung haben. Das da wird auch wieder ganz oft in den Medien Wissenschaftsalarmismus genannt. Es ist aber nur die Kombination des jetzt stattfindenden Wachstums an Menschen und der Hunger nach mehr billiger Kleidung, Fleisch, Fliegen, all das. Was wir sagen, brauchen wir und können nicht darauf verzichten. Und dann sehen Sie hier diese anderen freundlichen Szenarien. Da ist gemalt, die Klimaziele, auf die sich die Staaten geeinigt haben, das +2-Grad-Ziel, das sehen Sie hier. Und was entdecken Sie? Da muss ein Wunder geschehen und in 2020 muss die ganze Welt auf einmal schlau werden, Physik verstanden haben, aufhören, CO2 in die Luft zu jagen, aufhören mit Kohle, Gas und Öl und dann auch noch mehr wegschaffen als das, was schon in der Luft ist. Jetzt sagen Sie selbst, ist das ein realistisches Szenario? Haben wir da noch Hoffnung? Was ist jetzt Prävention? Wir müssen hier ehrlich sein mit allen Bürgern, so wie Sie es auch sind. Sie reden ja darüber, was droht, wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht vorbeugende Maßnahmen hat. Und das müssen wir auch. Wir sagen, es muss jetzt was getan werden. Denn die Kosten des Abwälzen dieser Kosten, was da kommt, auf kommende Generationen, Konflikte, Migration, weil jetzt haben wir ja schon in Pakistan und Indien und Australien manchmal mehrere Tage hintereinander über 50 Grad Außentemperatur. Da fallen wirklich die Vögel von den Bäumen und Menschen können solche Temperaturen nicht aushalten, ohne aggressiv und hysterisch zu werden. Das gehört ja auch noch dazu, das menschliche Verhalten, was nicht für diese Temperaturen gemacht wird. Aber wie kriegen wir jetzt diesen Umschwung hin? Wir müssen es. Und es nützt gar nichts zu sagen, Deutschland braucht sich nicht zu bewegen. Es nützt auch nichts zu sagen, jetzt die Chinesen sind an allem schuld. Das stimmt gar nicht, weil es unser Konsum ist, unser Verbrauch an Produkten, das einen erheblichen Anteil des chinesischen CO2 auch macht. Also ist, was wir Naturwissenschaftler, Klimaforscher, Meeresforscher jetzt nur machen können, ist die Wahrheit sagen und alle darauf hinweisen, guck mal, wir alle Menschen, wir haben noch das bisschen Zeit. Und dann müssen wir plötzlich ganz andere Menschen sein oder es droht wirklich ein ganz großes Problem. Noch einmal, zu Ende gerechnet, nur wenn wir dieses ganz tolle Szenario schaffen, in 2020 sind wir alle schlau und hören auf, weltweit Kohle zu nutzen, nur dann werden wir das Meereis im Sommer in der Arktis behalten und damit auch den Eisbär und das Walross. Wenn wir es aber nicht tun, dann werden wir es mindestens einmal alle 10 Jahre verlieren, sprich Ende dieser arktischen Arten, die es nur in der Arktis gibt. Und daher sagen immer mehr Wissenschaftler, die Jugend, die auf die Straße geht, hat einfach recht, wir klauen ihnen in wesentlichen Teilen die Zukunft, die wir jetzt in der Gegenwart genießen. Meine Damen und Herren, das ist jetzt vielleicht kein ganz so fröhliches Ende, aber Sie sind Härteres gewohnt wahrscheinlich als das, was ich Ihnen heute gesagt habe. Sie sind gewohnt, über Daten und Befunde, über Schrecken und Katastrophen, über Gewalt nachzudenken. Und Sie wissen, dass Arbeit wie die Ihre ein Element ist, eben Demokratie zu sichern, wie wir gehört haben, die Gesellschaft zu einer guten zu machen. Es wäre schön, wenn Sie ein bisschen etwas davon mitnehmen, was ich heute gesagt habe. Die Arktis ist weit weg, die Eisbären sind weit weg, aber was da kommt, wird unsere Gesellschaft, wird unser Verhalten, wird Migration, wird all das enorm verändern. Und deswegen müssen wir alle zusammenhalten und einfach auch Hoffnung haben, dass wir doch noch irgendwie die Kurve kriegen. Dankeschön.
Vielen lieben Dank. Ganz herzlichen Dank, Frau Boetius, für diesen Vortrag. Da bleibt mir ja gleich die Stimme wieder weg. Herzlichen Dank für die Verbundenheit. Und ich würde Ihnen empfehlen, man kann diese Rede bei uns im Internet runterladen. Nehmen Sie die mit zur nächsten Elternversammlung, zur nächsten Party, in Ihre Familien, in Ihre Freundeskreise. Und es macht nochmal deutlich, wie wichtig es ist, dass wir wesentlich werden. Es gibt diesen schönen Spruch, Mensch werde wesentlich, ja, gilt aber auch für die Prävention. Prävention werde wesentlich. Ich glaube, es ist nicht sehr wesentlich, über Schulpflicht zu sprechen. Es ist wesentlich, über diese Dinge zu sprechen. Und wir müssen den jungen Leuten zuhören. Und wenn wir Fridays for Future haben und Eltern for Future und Scientists for Future, wir brauchen auch Prevention for Future. Lassen Sie uns das gemeinsam probieren. So, ich danke meinem tollen Team für einen tollen Präventionstag. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich danke allen, die aktiv mitgemacht haben. Und nochmal ganz herzlich, Frau Boetius, für Ihren Vortrag. Und wir bleiben da irgendwie dran. Das wird schon gehen. Okay, also, macht es gut. Ciao.